Hey Leute, was geht? Heute gibt es einen zweiten Teil von Ich teste eure Lieblingsrezepte. Das erste Video ist richtig gut bei euch angekommen und viele haben sich auch gewünscht, dass ich eine Serie daraus mache. Und ja, jetzt kommt erstmal ein zweiter Teil und zwar mache ich dieses Mal vegane Rezepte von euch nach, beziehungsweise eure Lieblingsrezepte. Es müssen jetzt nicht zwangsläufig eure eigenen kreierten Rezepte sein. Ich habe mir ein Frühstücksrezept schon rausgesucht. Ich bin sehr gespannt. Ich sag euch einfach, was es ist, weil ihr werdet es eh gleich sehen. Es sind vegane Pancakes. Ohne Ei, ohne Milch, ohne Butter. Und die machen wir jetzt. Und ich würde sagen, wir wollen alle wissen, wie das schmeckt. Deswegen fangen wir jetzt an. Ja. So, jetzt habt ihr gesehen, was ihr alles braucht und dann beginnt ihr damit einfach in einer Rührschüssel alle trockenen Zutaten miteinander zu vermengen und danach kommen dann alle flüssigen Zutaten dazu. Gar nicht mal so schwer, ich glaube, das kriegt jeder hin. Wenn ihr das dann gemacht habt, kommt der Teig erstmal für eine Viertelstunde zur Seite und kann erstmal ein bisschen ziehen. Dann könnt ihr nach 15 Minuten ein bisschen Kokosöl in der Pfanne erhitzen und dann die Pancakes hineingeben und die dann einfach ganz normal anbraten, dann irgendwann mal wenden. Und wieso erkläre ich euch das eigentlich, weil jeder weiß, wie man Pancakes macht? Das ist ziemlich selbsterklärend. Oh Gott, wenn ich das sehe, kriege ich schon wieder Lust da drauf. Pancakes sind fertig und sie sehen so gut aus, riechen sehr gut. Ich habe noch ein paar mit Schoko gemacht, das ist meine eigene Kreation. Ich bin bereit und ich würde sagen, wir testen jetzt das Lieblingsfrühstücksrezept von Katharina. Wow. Die sind so gut. Die sind richtig gut. Die schmecken wie kleine, Küchlein. Ich habe tatsächlich, als ich dieses Jahr in New York war, wollte ich richtig lecker Pancakes essen gehen und habe ganz normale Pancakes bestellt, also keine veganen. In voll dem überteuerten Restaurant. Ich glaube, die Pancakes haben $25 oder so gekostet, also voll absurd. Und ich war einfach so extrem enttäuscht. Die waren so trocken, die haben nach nichts geschmeckt. Die haben selbst mit Ahornsirup haben die nicht gut geschmeckt, so richtig. Und die schmecken tausendmal besser. Ich habe jetzt hier noch Ahornsirup und Dattelsirup. Also da sind einfach nur Datteln drin. Richtig cool. Probiere ich gleich auch mal damit. Aber eigentlich muss ich erstmal die Schoko-Pancakes probieren. Oh, ich bin gerade so glücklich. Die sind so saftig auch von innen, obwohl die so fluffig sind. Ich mag das voll. Wir probieren einmal den Dattelsirup. Krass, das ist richtig rot, die Flüssigkeit. Seht ihr das? Scheiße. Das ist nicht zu süß, sondern das ist süß, aber nicht so in your face süß. Lecker, ich freue mich gerade so. Ich liebe diese Videos so sehr. Ich lerne dadurch so viele neue Rezepte kennen, die ich halt so wahrscheinlich niemals machen würde. Und auch im Food Diaries lernt ihr natürlich Rezepte von mir kennen, aber es sind halt immer ähnliche Sachen. Und deswegen finde ich, oder ich feiere es einfach so sehr, zu wissen, was ihr gerne esst. Das Rezept bekommt einen Daumen hoch von mir und ich würde sagen, dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten Rezept. Viel Spaß! Okay, man merkt, ich schüttel gerade Endorphine aus. Wir kommen zum nächsten Rezept und zwar gibt es jetzt Pizza, aber keine normale Pizza mit veganem Käse einfach, sondern eine Süßkartoffelteigpizza. Also der Teig besteht aus Süßkartoffeln. Mir hat das Rezept Sebastian geschickt und er sagt, du brauchst hierzu eine Süßkartoffel. Diese mixst du mit Mehl, deiner Wahl, Trockenhefe, etwas Salz und Wasser. Der Teig sollte nicht klebrig sein. Den Teig brauchst du gar nicht gehen lassen. Ich habe ihn dann auch nochmal gefragt, ob man die Süßkartoffel vorher kochen muss, was man genau damit machen muss. Und er hat einfach gesagt, nee, die muss nicht gekocht werden, die muss nicht gebacken werden, die muss man einfach nur mit Mehl mixen. Ich würde sagen, wir fangen an. Also ich beginne jetzt erstmal damit, die Süßkartoffel zu präparieren. Ich liebe eigentlich Süßkartoffel, also auch so Süßkartoffel im Backofen und so weiter. Aber ich finde es immer so nervig, Süßkartoffel zu schneiden und zu schälen.
Weil die so hart ist. 10 Stunden später. Okay, meine Süßkartoffel ist geschnitten. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach. Ich bin gespannt. Das Pürieren der Süßkartoffel ging erstaunlich gut. Wahrscheinlich geht es noch einfacher mit einem Standmixer. Also schaut da am besten einfach. Und wenn ihr sie schön klein gemixt habt, könnt ihr anfangen, nach und nach Weizenmehl dazuzugeben. Ihr müsst einfach wirklich nach Augenmaß und nach Gefühl gehen. Ich habe einfach geguckt, wann ich einen guten Teig formen kann. Und meiner sah dann ungefähr so aus und war wirklich perfekt, so wie er war. Ich habe dann ein bisschen Mehl ausgestreut und angefangen, den Teig auszurollen. Er hat tatsächlich für 2 Bleche gereicht. Also es war wirklich richtig, richtig viel Teig. Ich glaube, die Süßkartoffel hat einfach nochmal alles so ein bisschen gestreckt. Und draufgegeben habe ich so eine fertige Pizzasoße. Ihr könnt natürlich auch eine selbst machen, das ist natürlich noch besser. Und habe dann dazu noch veganen Käse auf die Pizza gegeben. Den hier kann ich auf jeden Fall empfehlen, der zergeht schön auf dem Blech und beziehungsweise auf der Pizza. Und das war mein Belag. Ich habe einfach nur Zucchini, Zwiebeln und Pilze genommen. Ich mag meine Pizza nämlich sehr simpel. Ich bestelle auch wenn meistens nur Margherita, aber hier hatte ich Lust auf ein bisschen Gemüse, damit es ein bisschen spannender wird. Und dann kommt das Ganze einfach in den Ofen. Ich weiß gar nicht mehr, bei wie viel Grad, wahrscheinlich 180 Grad. Und dann habe ich einfach mal zwischendurch geguckt, wie die Pizza aussah und habe sie dann rausgenommen, als sie so aussah. Und es war, ja, perfekt so. Die Pizza ist fertig. Es hat richtig gut funktioniert mit dem Teig, hätte ich gar nicht gedacht. Also er war ein bisschen klebrig, aber je mehr Mehl ich dazu gegeben habe, desto besser wurde es. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das die richtige Menge Mehl war. Ich habe einfach geschätzt. Ich weiß noch nicht, ob sie zu lang drin war. Von unten sieht sie so aus. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen dunkel schon ist. Auf jeden Fall ist sie schön dünn. Sie ist aber hier so ein bisschen aufgegangen an der Seite und wie man sehen kann, auf jeden Fall orange von der Süßkartoffel. Das schmeckt so gut. Ich weiß jetzt gar nicht, also im Prinzip ist es ja für den Pizzateig einfach nur noch eine zusätzliche Zutat, weil Pizzateig besteht meines Wissens ja eigentlich nur aus Mehl, Wasser, Hefe, Salz, oder? Ja, und geschmacklich ist es richtig gut, also es ist jetzt nicht super süß oder so, aber es ist schön knusprig, fest. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es wirklich anders schmeckt als normaler Pizzateig. Vielleicht ist es so leicht süßlich, aber es ist einfach ein richtig leckerer Teig. Also es funktioniert wirklich, wirklich gut. Bei mir ist er auch gar nicht angeklebt oder so. Danke Sebastian für das Rezept. Hey, zum dritten Rezept sehen wir uns in Berlin wieder. Ich habe wie im letzten Video für das letzte Rezept einen Special Guest dabei. Echt? Hattest du im letzten Video auch einen? Ja, also Marvin hat zum Schluss mitprobiert. Vielleicht kennt ihr ihn schon? Leanne? Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall machen wir heute eine vegane Quiche zusammen. Das Rezept ist sehr interessant. Ich bin gespannt, wie das schmeckt, weil das natürlich ohne Ei und ohne Käse gemacht wird. Aber eigentlich ist es voll simpel. Ja, weißt du gar nicht, was reinkommt. Ach so, du hast schon andere Sachen zu Hause gehabt. Ah. Auf jeden Fall ist das Rezept von Lisa, glaube ich. Sie hat mir aber keine genauen Mengenangaben geschrieben, also müssen wir gleich so ein bisschen schätzen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich würde sagen, wir fangen das einfach direkt an. Okay, also wir haben hier eine Rührschüssel. Wir machen jetzt erstmal den Quiche-Teig. Dafür brauchen wir 250 Gramm Mehl. Ich schätze einfach mal, ich brauche 150 Gramm Margarine. 150 Gramm, das sind 250 Gramm. Also sind das hier 125, also werden das hier... Würde auch sagen, ja. Alter, das ist richtig viel. Ich kann nicht rechnen, warte mal, wie... Das sind jetzt 166 Gramm. Okay, aber nur 16 Gramm zu viel. Ja. Das geht doch. Ja. Und 3 Esslöffel kaltes Wasser. Eins. Was? Und ein bisschen Salz. Ja. So, oder? Ja. Okay, also ich verrühre jetzt den Teig mit den Händen, weil mit dem Knethaken hat es irgendwie nicht so ganz funktioniert. Und derzeit brauchen wir Pilze. Ich wusste jetzt nicht, wie viele Pilze und wie viel Zucchini, aber wir haben jetzt einfach so eine Packung Pilze. Eine Zucchini nehmen wir. Dann brauchen wir noch eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe. eine Knoblauchzehe. Und den Rest zeige ich euch dann später. Weiter ging es damit, dass ich den Teig in die Muffinform gedrückt habe. Es war eigentlich ganz cool, so Mini-Quiches zu haben. Quiches. Und Yannick hat das ganze Gemüse, den Knoblauch, die Zwiebeln und
die Pilze und die Zucchini in kleine Würfel geschnitten, was auch ganz cool war, weil dadurch konnte man das echt gut essen. Wir haben dann noch ein bisschen getrocknete Tomaten hinzugegeben. Dann braucht ihr noch Tomatenmark, da könnt ihr auch so viel nehmen, wie ihr möchtet. Und Seidentofu, dafür habe ich eine 400 Gramm Packung verwendet. Ich habe das erste Mal mit Seidentofu gearbeitet, war richtig aufgeregt. Und das kommt dann erstmal in unsere Rührschüssel und den püriert ihr dann erstmal. Das wird dann so richtig schön cremig und das ist quasi dann die Masse, die auch das Ei und so weiter ersetzt. Und im nächsten Schritt wird dann erstmal die Zwiebel und der Knoblauch in einer Pfanne ein bisschen angebraten und da haben wir dann irgendwann die Pilze, Zucchini und die Tomaten dazugegeben und das alles nochmal so ein bisschen mit angebraten. Das fällt dann so ein bisschen zusammen. Dann kommt der Seidentofu hinzu. Der Part wurde irgendwie nicht von meiner Kamera erfasst. Auf jeden Fall habt ihr gesehen, er kommt dann irgendwann dazu, wird dann so ein bisschen mit angebrutzelt und dann könnt ihr das je nach Belieben würzen mit Salz, Pfeffer. Ich habe noch Rosmarin dazugegeben, war sehr, sehr lecker. Paprika geräuchert und irgendwann könnt ihr auch noch das Tomatenmark hinzugeben. Da hätte ich auch ein bisschen mehr nehmen können als einen Esslöffel. Aber genau, da könnt ihr einfach entscheiden, wie ihr das gerne mögt. Und wenn das Ganze ein bisschen geköchelt hat und die Flüssigkeit so ein bisschen verdunstet ist und es ein bisschen fester geworden ist, könnt ihr die Masse einfach in die Muffinform mit dazugeben. Und im Prinzip kommt das Ganze dann einfach nur in den Ofen. Da müsst ihr warten. Und es ist sogar ein bisschen was übrig geblieben. Das habe ich am nächsten Tag noch so gegessen. Ich glaube mit Brot. Das war auch echt lecker. Und oh, yummy. Bei mir war die Quiche ziemlich genau 35 Minuten im Backofen und danach sah sie dann so aus. Und jetzt noch ein kleiner Tipp, bevor ihr versucht, sie irgendwie aus der Form zu lösen, lasst die Quiche komplett abkühlen. Oder macht das so wie ich mit dem Löffel, das ging, aber ansonsten bröselt der Teig und wenn sie halt ausgekühlt ist, dann ist ja auch die Margarine da drin ausgekühlt und dann wird das Ganze einfacher zu lösen sein. Und jetzt kommt der Taste-Test. Ah, krass, das ist wirklich fest geworden. Ja. Ich weiß nicht, ob ich gut gewürzt habe. Ich habe nicht nochmal probiert. Pilze! Oh. Mhm. Aber schmeckt gut. Also, was mir auffällt, erstens, der Teig ist voll bröselig. Mhm. Also, Quiche-Teig darf zwar, glaube ich, so ein bisschen bröseln, aber generell sollte er schon ein bisschen fester sein. Das erinnert mich auch voll an was. An so ein bisschen Spritzgebäck irgendwie. Ja, stimmt. Bloß noch bröseliger. Ja, genau, noch bröseliger. Ich hätte noch ein bisschen mehr würzen können, aber okay, das war jetzt mein Fehler. Aber an sich ist es voll gut. Mhm. Also, ich weiß nicht, merkt man, dass es vegan ist? Schmeckt man das? Das schmeckt einfach wie so ein normales, irgendwie so überbackenes Gericht, oder? Ja. Also, ich finde, meiner Präferenz nach mehr Tomatenmark. Mhm. Also, ich glaube, bei Tomatenmark braucht ihr nicht sparen, oder? Weil es, glaube ich, gibt da nochmal so ein bisschen Geschmack. Ich glaube, es ist ganz cool, wenn man irgendwie auf Partys geht. Genau, oder das so. Ist so ein guter Party-Snack. Ja. Und auch so cool, so für einen Abend mit Freunden. Dann hat man so ein Dish nebenbei, ja, wo man genau. Immer so nehmen kann. Aber danke, Janik, dass du beim letzten Rezept dabei warst. Sehr gerne. Vielleicht habe ich im nächsten Jahr auch wieder einen Special Guest am Ende mit dabei. Ja, und ich würde sagen, vielleicht wieder Janik. Schaut bei ihm vorbei auf Instagram. So, willst du noch irgendwo anders für Werbung machen? Instagram. Meine YouTube-Karriere war mal da, die ist vorbei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye. Ciao. Und wie lange geht dein Outro? Ist jetzt vorbei. Okay.